So, liebe Fußballfreunde, es ist wieder Mittwoch. Florian hat was Neues eingeführt, er möchte jetzt mal links stehen. ja, Florian, gehen wir nochmal spielen zum Wochenende? Wir haben in Rosbach alle beide Mannschaften gespielt. Genau, und ihr merkt schon, wir lachen, weil wir alle beide gewonnen haben. Genau, und das ist immer am schönsten, wenn beide Mannschaften gewinnen, dann macht es am meisten Spaß, weil sich alle freuen. Fangen wir natürlich mit der zweiten an. Das ist richtig ungewohnt, dass ich hier andersrum stehe. Seid verkehrt, nicht, dass ihr euer Bildschirm dreht. Ja, fangen wir mit der zweiten an. Rosbach war da ja zehnt, sag ich mal. Haben wir die Mannschaft nicht ganz voll gekriegt. Wir hatten ja schon euch vorher gesagt, dass wir da auch nicht so richtig schlau wären mit Rosbach. Wahrscheinlich liegt es dann ein bisschen daran, wenn sie Heim spielen oder zusammen spielen, dass sie ein bisschen tauschen können, wenn sie mit zwei Mannschaften verschieden spielen, an verschiedenen Orten, wird es ein bisschen schwieriger sein, weil Rosbach der erste ja schon gewonnen hat hier, aber genauso auch schon verloren hat, ja, entsprechende Spiele, ja, ist wahrscheinlich eher ein Personalproblem. Demzufolge wollten wir ja sowieso schon in Rosbach gewinnen, haben wir ja vorher Woche gesagt, ja, von Tabellenplatz her. So war es natürlich noch stressiger, weil die in 10 Mann möchte sie nun erst recht gewinnen, aber es war die Geschichte, oh, Telefon, haben wir jetzt nicht ran. Weiß nicht, wer hier früh was zu reisen hat. War es natürlich so, dass sie sich natürlich hinten reingestellt haben, ist ja auch okay. Hat sich dann rausgestellt, dass der Tormann, der richtig gut gehalten hat, dann auch im ersten im Tor war. Ja, und uns da einige Sachen natürlich weggefischt hat, ja, die eigentlich gut gemacht waren. So hartnäckige Anrufe, ja. Sodass wir immer dran waren. Ja, bis auf einige wenige Angriffe von Rosbach, wir eigentlich ihr Tor belauert haben, aber wie es dann so ist, es sollte halt nicht sein. Das Tor wollte einfach nicht fallen, sodass zur Halbzeit das 0-0 stand und uns die Zeit natürlich langsam weglief. Wir dann nach oben gespielt haben, schöne und auch ein paar richtig gute Torchancen, aber die haben wir alle, naja, verkackt. So, ist, dann hat uns, haben wir uns dann kurz vor Schluss mit brutalen Schuss haben wir uns noch gerettet, konnte der Tormann nichts machen, so musste eine Einzelaktion her, um das Spiel zu gewinnen. Dann waren noch ein paar Minuten zu spielen und die 3 Punkte waren eingefahren. Was uns natürlich gleich hat ein bisschen hochklettern lassen. Das ist ja vor Gatterstedt, ja? Vor Gatterstedt, ja. Ja, also das ist ja in der zweiten immer, bei der zweiten Mannschaft bei uns, in der dritten Kreisklasse immer ein bisschen schwierig, weil jetzt spielen wir wieder mal nicht und wären wir nicht schlau, weil die meisten Mannschaften, da setzen gleich mal 3 Mannschaften aus, eine sind spielfrei, 2 Mannschaften zurückgezogen, wir werden da nicht herren. Jetzt setzen wir erstmal wieder aus, vielleicht rutschen andere wieder vor. Ich weiß auch nicht, wie das werden, da müssen wir jetzt rausforschen, wer noch nicht mehr spielt oder da zu kompliziert. Ist schön, dass die zweite entsprechend das Spiel gewinnt und uns die Spieler motiviert sind und noch bei der ersten Mannschaft uns dann weiterhelfen. So, kommen wir zur ersten Mannschaft, da war das Problem ja ein bisschen größer, weil Rosbach ja Dritter in der Tabelle war, ja, und uns natürlich schon der Blösener und bei Dornberg ja schon mal Angst vor Rosbach hatten und uns alles gut gewünscht haben, dass wir gewinnen. Den Wunsch konnten wir ihnen erfüllen. Ja, war auch ein Spiel, wo ich sage mal, dass wir dominant waren. Also heute sind wir ja extrem wichtig. Ja. Alle Telefone, die hier sind, haben schon gebimmelt. Haben sie natürlich alle Sorgen gehabt, dass Rosbach nochmal ranrückt und die ersten 2 aufsteigen. Und die wollen das ja sicher und wir wollen ja auch, dass Blößchen endlich weg ist. Ja. Und bei Dornberg kann auch mit weg, so dass wir dann mit den Fahrtwegen und Ähnlichem besser gestellt sind. Ja, und sodass wir eigentlich die dominantere Mannschaft waren, würde ich mal sagen, wir hatten sie eigentlich von unserem Tor weggeholt. Natürlich haben sie auch mal ein paar Chancen gehabt, wollen wir ja nicht verschweigen, aber mit der Bohne hinten, da hat das richtig gut gelöst, hat diesmal Libero gespielt, hat das alles gut gelöst. Und wenn man dann hinten zu 0 spielt, dann reicht dem einen Turm zu gewinnen. Ja, war so ähnlich. Wir hatten schöne Chancen, haben das Tor nicht gemacht. Wie gesagt, Tormann war richtig gut von denen. Also musste hier auch wieder Sonntagsschuss her. Und wer hat sie geschossen? Diesmal Toni mal drauf gehalten und siehe da, er kann es.
Ja, also es war noch das Tor hier oben. Wer unseren Sportplatz kennt, wir sind im Sportlerheim an der Stirnseite oben. War auch das Tor hier. Naja, 20 Meter waren es auf jeden Fall, ja. Hat er abgezogen, Rakete in Winkel, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ja, Dormann hat, muss man antippen, du, da liegt drin, ja, ich habe nicht gesehen. Ja, also da kannst du nichts machen, also man, das geht einfach nicht. Ja, er hat mal ihn abgezogen, er kann ja schießen, macht es aber, wir tun es manchmal ein bisschen zu doll ausspielen oder versuchen das zumindest, so lange bis der Ball weg ist. Diesmal hat er sich ein Herz genommen, hat ihn reingeraucht, war gut. Ja, sonst generell hat man ja auch schon gesagt, die Spiele, die wir leider verloren haben, haben wir ja auch schon nicht so eine schlechte Leistung gebracht, sodass wir da aufbauen konnten. Und diesmal hat es geklappt, das Heimspiel ist immer schöner. Wenn man zu Hause gewinnt, macht ja noch ein bisschen mehr Spaß. So, gucken wir mal in die Zukunft. Wie geht's weiter, Florian? In der Zukunft, der spielt der erste in Mücheln und der zweite hat spielfrei. Ja, wie wir eben gesagt haben, ja. Zweite spielfrei. Wir spielen hier in Mücheln, drehen wir uns gleich mal um. Wo stehen sie? Mücheln, hinter uns. Wir haben auch ein Spiel weniger. Aber das ist dann auf Augenhöhe, wenn man die Tabelle sieht, sind ja schon ein paar Spieltage. Wollen wir mal auswärts auch ein Pünktchen entführen, mindestens. Und wenn wir da gewinnen sollten, könnte es sein, dass wir dann entsprechend uns erstmal von Mücheln absetzen und zweitens vielleicht doch den einen oder anderen Platz noch nach oben krabbeln. Schrägstrich klettern. Ja, das dazu. Dann wollen wir noch sagen, dass sie jetzt die Torschützen-Tabelle ja bereinigt haben. Weil wir ja in Barnstedt nicht gespielt haben, aber Barnstedt ja im Prinzip 0 Punkte hatte, also haben die anderen auch gegen Barnstedt gewonnen und auch manchmal recht hoch und dann natürlich einige viele Tore geschossen haben, was natürlich dann bei uns zu Unrecht war, weil wir die ja nicht gespielt haben. Und die Barnstedt haben ja zurückgezogen, also wurden jetzt auch die Tore dann sozusagen von denen, die das geschossen haben, aberkannt. Und dann, es wäre jetzt Torschützenkönig? Unser Steve. Genau. Also Steve, obwohl er ja fast nie da ist, unbegreiflicherweise, ja, hat er jetzt, wenn wir jetzt mal die Rückrunde sehen, hat er ja bloß in Schraplau gespielt. Danach war er entweder nicht da, krank oder hat Verteidiger gespielt. Hat er also in den paar Spielen, die er gemacht hat, müsste eigentlich noch besonders anerkannt werden, dass er ja bloß, ich sag mal, 50% der Spiele macht, weil er ja bei seiner Armee ist und dann uns nicht immer zur Verfügung steht. Werden wir mal sehen, sind noch ein paar Spiele. 2 Tore Vorsprung hat er sozusagen. Müssen wir mal sehen, ob er jetzt das Wochenende da ist, wie ich in Mücheln. Oder 3 waren es ja. Ja. Müssen wir mal sehen. Vielleicht haben wir auch mal einen Torschützenkönig in unseren Reihen. Okay, Florian, was wollen wir noch Schönes sagen? Ich habe hier schon wieder da stehen, Friedrich. Der Virus hat wieder zugeschlagen. Ja. Alle bitte mal gucken, Friedrich sein Facebook-Profilbild. Sehr interessant. Friedrich küsst sich selber. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist so, er hat ein schönes Bild, genau das ist es. Ja, wenn man eingenommen ist, finde ja. Ich. Ja, er hat uns wieder kommentiert und jetzt ist es ja noch so, jetzt tut er ja auch noch auf seine Kommentare klicken, dass er sie selber gut findet. Das ist ja sehr interessant, ja, also er tut sich auch noch selber hochbringen. Ja, dann habe ich natürlich mal bei Friedrich auf der Seite geguckt, weil mich das Profilbild so angefüttert hat und da steht auch noch Weißenschirmbach als seine Lieblingsmannschaft. Da muss ich mal mit Mark Zuckerberg sprechen. Ob wir das nicht ändern können, dass wir damit einverstanden sein müssen, wer ja unser Bild auf seiner Seite und unser Logo verwendet. Ja, mein Freund Friedrich. Naja, die alte Mappe. Gut, okay, können wir nicht machen, müssen wir mit leben. Ja, Mobbing-Opfer Weißenschirmbach. Gut, okay, das haben wir abgearbeitet. Florian, was wollten wir noch Schönes sagen? Ansonsten haben wir noch wandern. Genau, also wir wandern wieder und jetzt könnt ihr auch alle mitkommen, weil es ist eine geführte Wanderung, nicht von Holger, sondern unter Profibedingungen oder was? Kann ich selber nicht sagen. Das wollten wir mit der Altstädter in der Hand nehmen und das geht von A nach B. Nicht von A nach B, über C und D. Ja. Also Holger, der macht hier immer den Schmetterlingskurs. Wir sind immer recht nah am Ziel und läuft da nochmal eine Schleife auf allen beiden Seiten. Ja, ist also eine geführte Geschichte. Der Altstädter, unsere Spezies aus der Wandergruppe von Olli, die Schwiegereltern, wollen das organisieren. Und alles, was sie organisiert hat, hat immer gut geklappt. Da sind wir frohen Mutes. Das ist noch nicht, ja. Noch mal
da kann man vielleicht sich mal wieder dranhängen an die ganze Geschichte. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Die Internetseite, wollten sie alle in Rot-Weiß, jetzt sieht sie noch beschissen aus wie vorher. Also, wer Ideen hat, ja, wir können ja alle Farben ändern an der Internetseite, aber es wäre schön, dass sie irgendwie zum Logo passen. Lasst euch was einfallen, weiß ich, postet euch was. Also so können wir sie auch nicht lassen. Wir arbeiten an Form. Das Design steht soweit oder wie sie sein soll, Banner und so. Aber wir sind noch nicht mit der Form jetzt einverstanden. Grün war's zu bissig, rot beißt auch. Also macht das schön. Also wir sind noch am Arbeiten, verzeiht uns. Sie sehen noch nicht ganz alle Links. Das ist alles ein bisschen zeitaufwendig und da brauche ich auch, bevor wir nicht wissen, wie das alles ist, die Seiten, die wichtig sage ich erstmal gemacht, wo man gucken kann, wie man später und so weiter. So, wollen wir sie in die Länge ziehen. Wir sehen uns alle in Mücheln. Okay, tschüss. Ciao.